Herzlich willkommen zurück zum Super Mario Maker. Entschuldigt, dass gestern um 15 Uhr keine Nintendo-Folge kam. Wir haben es verpennt, oder ich habe es verpennt. Ich hatte am gleichen Tag gestreamt und irgendwie um 2 Uhr morgens fiel mir dann ein, verdammt, du hast gar keine Nintendo-Folge für morgen. Habe ich dann halt einfach komplett ausfallen lassen. Es tut mir leid. Dafür heute am Sonntag eine Mario Maker-Folge und morgen am Montag ebenfalls. Und zwar heute werden wir uns die drei neuen Event-Level angucken. Southwest Air Adventure. Erobere den Himmel in diesem Level, den Mario-Fans von Southwest Airlines gebaut haben. Wenn du ihn abschießt, erhältst du das Skypop-Flugzeug aus Super Mario Land als Figur für den Fragezeichenpilz. Jawohl. Machen wir doch mal. Und ja, machen wir zwei Folgen. Mario Maker morgen damit wahrscheinlich mit Leveln von Zuschauern, denn ich habe wieder ein paar bekommen. Ich habe da eine Zeit lang nicht reingeguckt und war erschrocken, dass da doch ein paar reingeschickt worden. Viele von einem einzigen Zuschauer, der noch sehr fleißig am Bauen ist anscheinend. Respekt dafür. Aber wenn nicht alle Level von dir gespielt werden, sei nicht traurig. Ist doch irgendwie doof, wenn ich dann nur noch Level von einer Person spiele. Hier ist doch bestimmt ein Block drin. Ist hier ein Pilz? Oh, oh, oh. Okay, das ist das Flugzeug aus Super Mario Land für den Game Boy. Das kennt vielleicht gar nicht mehr so viele. Hier ist so ein Herz. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Nein! Ach, ich hätte mich sogar noch retten können. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Versuchen wir mal direkt hier hochzukommen. Wir müssen ja gar nicht hier lang. Was kriegen wir denn hier? Ein Pilz zum Großwerden. Alles klar. Aber hier kriegen wir doch das Flugzeug. Zack. Was viel cooler ist. Ich finde schön, dass er wieder einen Auftritt hat. Also das ist ja das Schöne an Nintendo. Nintendo vergisst seine alten Marken nicht. Es kommen zwar nicht immer Spiele zu den alten Marken, aber irgendwie erhalten die doch wieder einen Auftritt in irgendeinem Spiel. Und das ist immer schön. Das mag ich. Hier, da ist anscheinend nichts drin. Da ist eine Tür, womit wir mit einem P-Switch... Komme ich da rein? Nice. Mit einem P-Switch könnte man da doch mal reinlunzen. Moment. Komme ich da rein? Ich komme da rein, bestimmt. Ist nur doof, dass die Ecke da... Ach, komm schon. Warte mal. Mit Anlauf? Nee. Aber mit dem Cooper? Auch nicht. Mein Gott. Ist gar nicht mal so leicht, da reinzukommen. Wahrscheinlich ist da nicht mal was drin. Ist der P-Switch hier? Ich weiß es ja nicht. Gehen wir einfach mal hier hoch. Hier oben ist auf jeden Fall nichts. So, warte mal. Wir wollen hier runter, ohne dass wir komplett runterfallen. So, dann will ich hier einmal... Die Münzen brauche ich ja nicht. Ich will eigentlich nur da rein. Es geht nicht. Aber der Koopa ist wieder da. Es geht nicht. Mann. Ach, man kann sich nicht so reindrücken. Wo ist der verdammte P-Switch? Ist der vielleicht hier hinten? Nee, hier auch nicht. Okay. Der muss hier irgendwo sein. Da ist eine Treppe. Ah, du Sau. Dass ich dann auch direkt klein werde, ne? Okay, okay, okay. Och, komm. Ich bin doch wohl von ihm auf ihn oben drauf gefallen. Aber wir haben ja den Checkpoint und kriegen direkt wieder einen Pilz. So. Jetzt wissen wir ja, was abgeht. Das Flugzeug, das so hochklettert, sieht sehr lustig aus. Hier ist noch eine Tür. Gehen wir mal rein. Okay. Warte mal, da kann man rüber. Aha. Okay, warte mal. Und dann muss ich mich beeilen. Ich könnte auch da hoch. Oh, 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 oh. Warum ist das so lang? Manchmal sind die, glaube ich, verlängert oder so. Geht das? Geht das mittlerweile? Dass man die verlängern kann? Oh Gott. Huch, der klebt jetzt an der Decke. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, das Ziel. Nice. Haben wir uns auf jeden Fall den Skypop-Charakter freigespielt. Also den Skypop-Flugzeug. Cool. Falls ich jemals ein Level bauen sollte, habe ich auf jeden Fall coole Charaktere. 20 Sekunden. Ah, da ist die Lücke geschlossen. Okay. Ihr Schlawiner. Und ich habe mich schon gefragt, ich hätte was vergessen. Ich dachte schon, ich hätte was vergessen. So. Okay, dann machen wir noch Gur von und mit Yamamura.
Diesen Event-Level hat Herr Yamamura vom Super Mario Maker Levelbau-Seminar gebaut. Uneingeweihte mögen ihn für eine bloße Taube halten, aber in Wahrheit ist er eine Level-Design-Legende. Sein Kommentar: Auf vielfachem Wunsch meiner Fans aus aller Welt habe ich ein Kostüm von mir machen lassen. Schafft ihr den Level, erhaltet ihr es. Alles klar. Ich bin gespannt. Und wieder der Retro-Mario. Die Event-Level sind oft im Retro-Mario-Stil. Oh, die ist ja cool. Ach, jetzt ist er wieder weg. Moment. Ich will diesen Yamamura... Ach, oh. Jetzt habe ich irgendwie nicht realisiert, dass das eine Pflanze ist, die rausguckt. Okay, ich will die Taube haben. Die ist ja cool. Die macht sogar Flattergeräusche. Das ist richtig cool. Okay. So. Oh Gott. Was passiert hier? Ich mag die Taube. Die ist cool. Du bist nicht so der Tauben-Fan, aber die ist cool umgesetzt. Zack, einmal hier hoch. Okay, was passiert? Warte mal. Ich habe da was Cooles verpasst. Hier ist irgendwie was Cooles gedacht gewesen. Und zwar... Aua. Das nicht. Okay. Einmal, um da hochzukommen. Will ich sterben? Wow. Mann. Ich will doch alles von... Ich will am besten die coolen Sachen von den Leveln auch mitnehmen. Weil hier sind in den Event-Leveln ja auch immer mal coole Sachen eingebaut. Muss man ja leider zugeben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Einfach hier raus. Oh Gott. Hilfe. Die Taube fliegt. Oh Gott. So. Ach, wenn die hier sitzt, dann hockt die so. Voll süß. Und so, die klettert auch voll cool hoch. Ah Mann, die Taube ist cool. Die ist cool umgesetzt. Oh nein. Ich hab sie verloren. Okay. Einmal hier runterschießen. Und da kommt er zurück. Okay. Du hast Flügel, die anderen nicht. Oh Gott, die Soundkulisse gerade war sehr anstrengend. Er ist nach rechts gegangen, bevor ich dahin konnte. Uncool. Immer diese tricky Event-Level. So. Jetzt rushen wir mal hier durch. Also, was heißt rushen, aber... Nice. Oh, oh. Oh, wow, ich bin perfekt in die Schlucht gesprungen. Der Rekord war bei 19 Sekunden, ne? Alter. Ich kann mir schon vorstellen, wie er hier über die Schlucht gesprungen ist. Über den Block halt. So. Hier kann man gut drüber springen. Hier kann man auch gut das Ding verlieren. Hier kann ich einmal gucken, gab es hier einen Pilz? Ein Peaswitch gab es hier. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Da unten ist aber irgendwas, oder? Oder ist da nix? Da wirklich nix. Nice. So. So, hier wollen wir einmal so fallen, dass wir gerade auf das Ding springen. Der Pow-Block, ist der interessant? Eigentlich nicht. Was ist denn da oben? Warum sind da oben noch so Dinger? Egal, wir fahren jetzt einfach mal mit den Dingern hier. Und... Ah, schade. Ja doch, wir sind ganz oben. Yes! Die hat mitgesungen, die Taube. Ah, die Taube ist knuffig. Okay, 19 Sekunden, das ist aber ein krasser Rekord. Alles klar, nächstes Event-Level. Und das ist von... Abenteuer in Sarasaland. Dieses Level nimmt dich mit auf eine Reise aus der Welt von Super Mario Bros. Durchs Wasser bis zum Schauplatz von Super Mario Land. Verwandle dich in die Bushikose Daisy und erlebe Abenteuer in Sarasaland. Okay, Sarasaland. Gucken wir uns das mal an. Mit Daisy anscheinend. Sarasaland ist ja leer. Ach so. Stimmt. In
In der Gameboy, in Super Mario Land, in dem Gameboy-Spiel hat man ja Daisy gerettet. Da gab's Peach ja noch nicht. Da war es noch Daisy. Ah! Oh Gott. Ja, da hat man Daisy gerettet und nicht Peach. Auch Mario geht fremd. Früher stand er auf Daisy und hat sie gerettet. Jetzt ist es auf einmal Peach. Hier gibt's nochmal einen Daisy-Pilz. Ah! Das klingt ja falsch. So, hier kommen böse Wiggler, die uns hinterher schwimmen. Ich erkenne das Level aber gerade leider nicht wieder, aber es wird aus Super Mario Land sein. Auch wenn ich mich an diese Wiggler nicht erinnern kann. Alter, die Münzgeräusche. Oh, was ist denn hier mit den Röhren passiert? Sahen die so aus früher? Ich glaube nicht. Moment. Okay. Okay. Wow! Wie sie sich freut, wenn sie springt. Okay, da gibt es noch eine Münze. Gibt es hier irgendwo ein Secret? Nee. Also manche Sprunggeräusche bei den Kostümen sind echt... Wow. Also nervig auch. Daisy ist einer davon. An die Stelle kann ich mich erinnern. Stimmt, da war ein One-Up drin. Aha. Und hier? Gibt's nochmal einen Pilz, damit man als Daisy durchs Ziel geht. Ja, und das ist die Musik aus Super Mario Land. Ach, cool. Jetzt müsste es noch machen. Das hat sie mir auch immer gemacht. So. Das waren die... Guck mal, 120 heißt es gibt kein Event-Level mehr. Oder müssen sie die Liste jetzt noch weiterführen? Oder machen sie die Plätze vor den 120 noch voll? Man weiß es nicht. Okay. Das waren die neuen Event-Level. Morgen gibt es dann Zuschauer-Level. 2, 3. Gucken wir mal. Oder vielleicht auch nur 1, je nachdem, wie schwer die sind. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr bewertet allgemein ein bisschen zu wenig. Ich sehe das ja immer. Also manchmal seid ihr recht munter und manchmal nicht. Ne? Habe ich ja schon mal angesprochen. Versucht euch da zu bessern, denn das motiviert auch immer die YouTuber, die ihr schaut. Das ist sehr cool. Und ja, bis morgen dann. Ciao, ciao.